Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Die Kunst, sich selbst zu vergeben. Vorweg, ich freue mich, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren und danke für all Ihre Feedbacks. Wenn ich mir selbst am Nerv gehe, dann merken Sie schon, ich zögere. Es gibt viele Dinge, warum man sich über sich selber ärgern kann. Und die Palette ist riesig und ich kann den ganzen Tag mich über mich selbst ärgern. Wunderbar. Wird es mir dann gut gehen? Nein. Was gibt es für Möglichkeiten, dass es mir besser geht? Indem ich mich so annehme, wie ich bin. Das haben wir auch schon einige Male in einigen Videos auch gehabt, ja. Aber das geht eben nicht so leicht, sich selbst anzunehmen. Weil wenn ich immer wieder einen triftigen Grund habe, um plausibel zu sagen, es ist nicht okay, so wie ich bin, dann gibt es auch keinen guten Selbstwert, weil ich weiß ja, dass ich schlecht bin. Und ich habe jetzt erst letztens mit einer Klientin intensiv eine Therapie dahingehend gemacht, dass sie auch nur einige wenige Punkte bei sich findet, die in Ordnung sind. Und es ist so schwer, wenn man alles nur mit der negativen Brille sieht, ja, dann ist eh alles schlecht. Dann brauchen wir eh nicht mehr weiterreden. Daher ist da ein möglicher Ausweg, gibt mehrere mögliche Auswege oder mehrere mögliche Wege, um wieder sich selbst annehmen zu lernen. Es ist dann auch ein Lernprozess, das kann man nicht so schnipp auf einmal machen. Ein möglicher Weg ist, dass ich mir eben selbst vergebe. Und wie geht das mit dem Selbstvergeben? Es braucht diese vier Schritte, die ich auch schon in einigen anderen Videos erwähnt habe. Allgemeine Trauerprozesse, allgemeine Vergebungsprozesse laufen immer nach diesen vier Schrittmuster ab. Der erste Schritt ist, ich muss mich mal so aushalten, wie ich bin. Und das ist schon schwer genug. Aber immerhin, wenn ich mich so aushalte, wie ich bin, ist schon mal eine Chance, dass ich sage, okay, kann man nichts machen, ist halt so. Das ist jetzt auch noch nicht sehr aktiv, aber es ist zumindest dieses passive Annehmen. Und damit sind wir schon beim Schritt 2. Aushalten ist einmal überhaupt, dass ich überhaupt hinschauen kann, ja, dass ich nicht damit denke, nein, Hilfe, ja, sondern dass eben eine Basisakzeptanz ist. Deshalb ist erstens aushalten, mit Pendeln zwischen nicht aushalten und doch aushalten, sehr, sehr ein passiver Zustand. Und der zweite Zustand ist dieses passive, aha, so ist es, kann man nichts machen. Also das ist schon eben so ein erstes Annehmen, aber noch keineswegs ein Zustimmen. Das ist dann eben der dritte Schritt. Also erstens aushalten, zweitens annehmen, sehr passiv, aha, sage ich immer dazu, es ist so, kann man nichts machen. Also auch noch nicht sehr, sehr jetzt wirklich motivierend, aber immerhin, es ist trotzdem schon der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ja? Und der dritte Schritt ist dann eben was entscheidend ist, dass ich sage, ich halte mich aus, so wie ich bin, ich nehme mich passiv an, so wie ich bin, kann man nichts machen, ist halt so. So schnell kann man eh nichts ändern, ich kann nur kleine Sachen ändern, ich kann nur schrittweise was ändern, es braucht Zeit, mich zu ändern. Und dann sage ich, okay, jetzt kann ich dazu Ja sagen, weil ich diese zwei vorbereitenden Schritte getan habe. Das ist dann nicht so einfach, plötzlich dann Ja zu sagen, nur mal zu sich selber, nur so, wie man einfach jetzt ist oder was einem so furchtbar dran stört. Und dieses Ja sagen heißt, weil ich es aushalte und weil ich nichts ändern kann, weil ich merke, es ist eben offenbar wirklich so, ja, und ich keine andere Idee habe, was ich sonst Tolles entgegensetzen könnte, stimme ich halt mal zu. Aber das ist schon was Aktives. Und das Aktive heißt, ich sag ja zu mir, so schlecht oder so defizient, so unfähig, so begrenzt, wie ich eben nun mal bin. Und das ist dieser ganz wichtige Schritt der Selbstvergebung. Wenn ich diesen dritten Schritt geschafft habe, dieses aktive Ja sagen zu dem, so wie ich eben bin, mit allen schlechten Seiten und vielleicht auch mit ein paar mini guten Seiten, dann habe ich es geschafft. Dann kommt der vierte Schritt, eben die Versöhnung mit sich selber.
Und wie funktioniert diese Versöhnung mit sich selber? Indem ich quasi auf mich schaue oder indem ich zurückschaue auf die Vergangenheit und indem ich wahrnehme und anerkenne, dass obwohl ich so schlecht bin, wie ich bin, trotzdem was geworden ist, trotzdem irgendwie das Leben weitergeht, trotzdem eigentlich ganz viel Gutes passiert ist. Das ist schon fast zu viel, ja. Ganz viel Gutes ist schon, das wäre schon super top, ja. Aber ich möchte, dass die sich langsam annähern, wenn sie so einen negativen Blick auf sich selber haben. Und da geht's mal wirklich ganz kleine Brötchen backen, mit ganz wenig zufrieden sein. Darum geht's. Und wenn das gelingt, dann kommen sie immer mehr, ganz, ganz zart mehr ins Licht, mehr ins Positive, mehr in die ganz zarte Besserung. Es ist eine große Herausforderung, sich dem zu stellen und da auch zu vertrauen, dass das eh wird. Aber dem muss ich mich mal stellen, diesem Thema. Sonst wird's nichts. Und ich muss aktiv sagen, ja, es ist zwar alles urschlecht und eigentlich kann ich mich überhaupt nicht annehmen und ich kann mir auch nicht verzeihen, dass ich damals diesen Fehler gemacht habe und diese falsche Entscheidung getroffen habe und da irgendwie eine schlechte Tat begangen habe. Ja, aber es ist so. Nur im Annehmen komme ich weiter. Nur im Zustimmen komme ich weiter. Und das Versöhnen heißt, es ist so, wie es ist. Und ich sag trotzdem Ja zu mir. Jetzt kann man sagen, das trotzdem ist nur so ein, weil ich sonst nichts Besseres weiß. Ja, stimmt, es ist noch nicht ideal. Also besser ist, es geht ohne trotzdem. Selbstversöhnung heißt, dass ich anerkenne, so wie es ist. Ich brauche jetzt nicht alles für gut heißen. Ich brauche jetzt nicht das Schlechte und das Falsche und das, was ich eben auch wirklich verbockt habe, brauche ich nicht jetzt da schönreden. Selbstversöhnung heißt nicht rosarote Brille, sondern Selbstversöhnung heißt anschauen, so wie es ist und innerlich einen Weg der Zustimmung finden, so dass ich spüre, ja, das Leben geht weiter und es ist gut, so wie es ist. Das Geheimnis der Selbstversöhnung ist einerseits, sich positiver sehen zu lernen, was ein Prozess ist, und das andere ist, dass ich auch mit mir selber gut umgehe. Wenn ich mit mir selber nicht gut umgehe und mich immer nur verurteile, werde ich immer das Ergebnis haben, dass ich sowieso viel zu schlecht bin. Es kann schon sein, dass, so wie manche Menschen sagen, du musst dich quälen und du musst dich peitschen und du musst und dann erreichst du Höchstleistungen und hau dich rein und mehr und gib ihm, ja. Ja, das kann schon auch ein erfolgreicher Weg sein. Gerade bei Spitzensportlern kann dieses, ich hole noch mehr raus bis zum geht nimmer, ja, ist mental eine Kraft. Aber ich bin jetzt aus psychotherapeutischer Sicht dagegen, dass man sich dauernd noch mehr quält und noch mehr Dinge müssen muss. Dieses müssen muss macht einem eigentlich auf Dauer kaputt. Und deshalb ist auch gut, wenn Spitzensportler dann nachher aufhören mit diesem müssen und sagen, okay, ich habe jetzt einige Top-Leistungen erreicht, ich war ganz vorne mit dabei und jetzt lasse ich's. Jetzt lebe ich wieder mal, weil vorher war ich nur Maschine. Und dieses gut zu sich sein, das wäre halt ein Weg, wo ich mich auch selber annehmen lerne und wo ich mir auch selbst vergeben kann für das, was nicht gelungen ist. Wenn wir jetzt kurz zur Vergebung zu anderen Menschen schauen, dann läuft es ja genauso ab. Ich akzeptiere, dass der andere das nicht gut gemacht hat. Ich sage, okay, es ist jetzt, der hat an mir furchtbare Dinge vielleicht getan, ja, der hat an anderen furchtbare Dinge getan, der hat objektiv furchtbare Dinge getan und trotzdem sage ich, ja, das war nicht gut. Ich rede es nicht schön. Ich rede es nicht jetzt auf alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das nicht. Aber ich lasse es trotzdem so stehen und ich mache einen Neuanfang. Ich sage nicht alles gut. Ich das war gar nichts Schlechtes. Sage ich nicht. Sondern ich sage, es war schlecht und trotzdem hast du noch eine Chance bei mir. Trotzdem kannst du wieder neu starten. Trotzdem
bin ich bereit, wieder mich auf dich einzulassen und natürlich vielleicht vorsichtig und mit dem Blick auf diese alten Verletzungen, die ich nicht ganz vergessen kann, ein Stück eben distanter und ein Stück vorsichtiger, aber trotzdem hast du noch eine Chance bei mir, dass du neu starten kannst. Und so wie es bei der Vergebung von jemand anderem funktioniert, so muss bei mir genauso funktionieren. Ja, ich sag zu mir selber, Rainer, du hast noch eine Chance, neu zu starten. Wir machen es jetzt besser, wir zwei, ich und ich. Ja. Also ich möchte jetzt keine Spaltung das Wort reden, sondern einfach in diesem Selbstdialog, in diesem aufmunternden Selbstdialog zu sagen, ja, das wird schon. Ja. Nicht aufgeben. Es wird wieder werden. Und shit happens und es wird wieder gut werden. Also diese grundpositive Sicht ist auch eine Basis für die Selbstvergebung. Übrigens auch für die Vergebung von anderen Menschen. Ja. Aber ganz stark auch für mich. Und wenn ich mir selber nicht vergebe, wenn ich selber auf mich dauernd missmutig bin, werde ich auch den anderen schwerer vergeben können. Dann bin ich zu allem zu hart. Zu mir selber, zu den anderen, zur ganzen Welt und überhaupt, dann ist alles sowieso voll unfair. Also es braucht auch einen gütigen Blick, einen vertrauensvollen Blick auf mich, auf mein Leben und auf die Wirklichkeit, die einfach halt jetzt so ist, wie sie ist. Und je mehr ich diese Wirklichkeit akzeptieren kann, innerlich, tief innerlich, desto freier wäre ich. Und Selbstvergebung heißt, ich bin frei, auch wenn ich ein schwacher Mensch bin, auch wenn ich Fehler gemacht habe. Ich darf neu starten. Ich darf wieder von vorn beginnen. Es ist nichts passiert. Und wenn was passiert ist, muss ich halt das, was passiert ist, wieder gut machen, muss ich die Suppe, die ich mir selbst eingebrockt habe, auslöffeln und dann kann ich wieder neu starten. Immer wieder neu starten. Darum geht's. Alles Gute für Ihren Neustart.